Hallo und herzlich willkommen zu Wiesbaden Sport. Nia Künzer ist heute unser Gast. Sie, die Botschafterin des Landes Hessen für die Frauenfußball-Weltmeisterschaft, das Ereignis im Sportjahr 2011. Nia, freuen Sie sich auf die Fußball-Weltmeisterschaft? Ja, absolut. Ich bin aber jetzt auch froh, dass es endlich losgeht. Wir haben lange viel dafür getan, dass es eine gute Zeit wird, ein gutes Turnier. Von daher, jetzt kann es richtig losgehen. Was beeindruckt Sie denn am meisten? Der sogenannte Hype, der jetzt mit der WM losgeht, die Leistungsstärke unserer deutschen Nationalmannschaft oder dass es ein schönes Sommermärchen wird? Es passt alles gut zusammen. Also es beeindruckt mich schon, dass man mittlerweile ob Fernsehen, Printmedien, Radio nicht mehr am Frauenfußball vorbeikommt. Ich habe sowas erwartet, aber dass es auch in Erfüllung geht, ist schon für mich überraschend. Und die deutsche Mannschaft, die ist einfach sehr, sehr gut drauf, was mich natürlich glücklich macht, weil ich schon auf ein Finale mit deutscher Beteiligung hoffe. Sie sagen, Sie haben es erwartet. Woran konnte man das denn festmachen, dass es so kommen wird? Naja, zum einen hat der Frauenfußball in den letzten knapp 10 Jahren eine wahnsinnige Entwicklung genommen an sich. Aber man muss auch sagen, so eine WM im eigenen Land ist immer was Besonderes. Und wenn es um eine Weltmeisterschaft geht, also um große Titel, dass Deutschland einfach sportbegeistert ist und im Zweifelsfall alle Medien dahinter stehen, um eben dieses Turnier zu einem Erfolg zu bringen. Was muss denn die Bundesliga machen, dass sie von diesem Aufschwung im Frauenfußball profitieren kann? Ja, das sind in der Tat zwei verschiedene Sachen. Ich finde schon, dass auch die Bundesliga in den letzten Jahren Fortschritte gemacht hat. Auch einige Mannschaften sind oben enger zusammengerückt. Für mich wäre es wichtig, dass mehr Mannschaften noch professioneller arbeiten. Das heißt, die Rahmenbedingungen professionell sind, dass natürlich auch die Medien darüber berichten wollen, dass Sponsoren Partnerschaften eingehen wollen. Da müssen die Vereine schon sehr viel noch an sich selbst arbeiten. Und ich hoffe, dass sie einfach den Schwung und den Schwung der WM mitnehmen und sehen, was möglich ist. Natürlich auf kleinerem Level und in kleineren Schritten, aber es ist doch sehr viel möglich, wenn man die Initiative zeigt. Was wünschen Sie sich im Finale? Welche Paarung? Und ja, wie geht denn Ihr Finaltipp aus? Ich könnte mir gut vorstellen, dass es eine Finale Deutschland-Brasilien gibt. Das wäre natürlich ein Traum. Auch Deutschland-USA wäre natürlich super schön. Und dann hoffe ich natürlich, dass es ein 2-1 für Deutschland gibt. Klarer Tipp von Nia Künzer, ihrer Expertin während der Fußball-Weltmeisterschaft auch in dieser Zeitung.